Vom 29.09. bis zum 3.10. wurde im Pressnitztal der 125-jährige Geburtstag der sächsischen 4K gefeiert. Aus jenem Anlass wurden auf der 8 Kilometer langen Strecke von Steinbach nach Bühlstadt neben den drei vereinseigenen Maschinen auch 99555 als 4K145 beschriftet eingesetzt. Die Lok erreicht gerade Steinbach. Am Haken hat sie den 1K-Zug, welcher eigentlich mit der 1K Nummer 54 eingesetzt wird. Eine Besonderheit an dieser Veranstaltung war, dass jede Lok mit einer anderen Beschriftungsvariante eingesetzt wurde. 099-702-0 verlässt als Repräsentantin des ab 1992 gültigen Systems Steinbach. Hinter dieser Nummer verbirgt sich 99-1542. Wir befinden uns jetzt vor Schmalzgrube und sehen 99568. Sie trägt Epoche 3 Beschilderung. Hinter dem Bahnhof von Schmalzgrube sehen wir noch einmal 099-702-0. Mit dem mustergültig restaurierten 1K-Zug verlässt eine Stunde später auch die eigentlich in Zittau stationierte 4K145 Schmalzgrube.
Bis zum nächsten Zug ist nun wieder eine Stunde Zeit, also genug, um einen neuen Fotostandpunkt aufzusuchen. Im Wald zwischen Schmalzgrube und dem Haltepunkt Loreleifelsen erleben wir nun 99-15-90 auf der Bergfahrt. Sie trägt die sogenannte EEV-Beschilderung. Widmen wir uns nun den talwärts fahrenden Zügen. Als erstes sehen wir wieder mal 099 702 aka 99 15 42. Auch 99 568 kommt zurück Richtung Steinbach. Nach einem Halt an der Trapeztafel darf sie in den Bahnhof Schmalzgrube einfahren. Vor dem Bahnhof Schmalzgrube wird noch das Schwarzwasser überquert. Hier zu sehen 99 15 90. Wir finden uns jetzt wieder im Bahnhof Steinbach und werfen einen Blick auf 99 555. Die Lok hat bereits umgesetzt und zieht nun vor, um mit Wasser versorgt zu werden.
Zum Abschluss des Filmes beobachten wir noch eine Zugkreuzung. Nachdem sich der einfahrende Zug mit einem Pfiff bemerkbar gemacht hat, wird vom im Bahnhof stehenden Zug mit einem langen, einem kurzen und noch einem langen Pfiff Bescheid gegeben, dass die Weichen entsprechend gelegt sind und er einfahren kann.